into the trees. We lay on the grass and let ours pass. Der Anspruch war hoch, weil es war ja nur Englisch. War, sollte international veröffentlicht werden und halt, es sollte irgendwas sein, was knackt. Und ja, dann kam er mit der jungen Dame um die Ecke und wir waren begeistert. Schwarz-Weiß, diese heroische Ästhetik, Natur, Körper, Speerwerfen etc. etc. So, ich dachte, das ist möglicherweise eine gute Welt für Rammstein. Diese Jungs sind ja auch alle ziemliche Männer. Ich dachte, das passt eigentlich. Take my hand, come back to the land. Let's get away. Just for one day. Der enge Umkreis unserer Mitarbeiter, Plattenfirmen, alle waren begeistert. Freunde, die es gesehen haben, waren einfach begeistert, halt durch die Bilder angetan, durch also das Riff, wie das passte, die ganzen Schnitte auf den Rhythmus. Und dann kam der Schlag in den Magen. Ich war auch wirklich gar nicht so vertraut mit den ganzen Leni Riefenstahl-Geschichten. Ich habe nur einfach das Video gesehen, erst in der Rohfassung, dann am Ende geschnitten und fertig und dachte, geil. Und find's heute immer noch toll. Let me see you. Depeche Mode sind eine von den Bands, wo man den Namen dann sagt und alle eigentlich immer nur so nicken. Es gibt so Bands, die haben so eine Art Freifahrtschein bei allen, quer durch alle Schichten und Geschmacksrichtung. Depeche Mode ist für mich und auch für meine Bandkollegen, war das immer eine wichtige Band. Also ich war in den 80er Jahren schon Depeche Mode-Fan, so als sie anfingen und eigentlich noch eine Boyband waren. Als ich so 14 war, ja, stand ich eben auf harte Musik, so auf Metal. Und ich hatte immer eine Seite gehabt, die mochte auch so Popmusik, ja. Und das musste ich damals immer ein bisschen verheimlichen. Weißt du, Depeche Mode war immer irgendwie einfach zu viel Pop. Irgendwie. Aber ich mochte einfach die Melodien und ich mochte einfach dieses Songwriting von Martin Gore. Let me see you stripped. Als wir dann mal dieses Angebot hatten, einen Song von denen zu covern, also wir konnten uns den irgendwie noch aussuchen, also eben halt unseren Beitrag dazu bringen zu diesem Tribute-Album, war das eine total besondere Herausforderung. Und da haben wir uns auch mit sehr viel Aufwand und Akribie rangemacht. Und das hat echt lange gebraucht, bis wir irgendwie eine Version hatten, wo wir gedacht haben, ey, das ist cool. Und ich weiß noch, im Studio irgendwie, das war total schwierig irgendwie. Weil Till musste immer singen, let me see you strip down to the bone. Und er konnte dieses Down to the Bone nicht singen. Und dann habe ich gesagt, hey, wir haben es nicht hinbekommen, ja, dieses Down to the Bone. Das ging irgendwie nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, lass es einfach weg. Weißt du, und deswegen ist einfach nur Let Me See You Stripped daraus entstanden. Let me see you stripped. Wir wollten nicht unbedingt das Lied 1:1 covern, sondern eben eine Rammstein-Version draus machen. Und das ist uns bei Stripped ganz gut gelungen. Und wir dachten, wenn wir jetzt Englisch singen müssen, dann machen wir mal was extrem anderes dazu, um wieder eine zweite Ebene aufzumachen. Let me you make decisions. Also praktisch war es so, dass der Videoregisseur so eine Art Vorschlag machte, wie das Video aussehen könnte, indem er Bilder aus dem Riefenstahl-Olympia-Film verwendet hat und sagte, mit dieser Ästhetik könnte mir das Video vorstellen. Ich weiß noch, wie wir das erste Mal sahen und dann einhellig in der Band sagten, warum nimmst du das nicht so, wie es ist? Es ist doch cool. Das war natürlich sehr naiv und wir haben auch da nicht viel über die Folgen nachgedacht, was das auslösen könnte. Hinter dem Video stehe ich heute noch und es ist eben interessant und kann man, glaube ich, auch nicht erfüllend beantworten, inwiefern man Kunst und Politik trennen kann. Der eine sagt, jemand, der ein Kind von der Brücke schubst, dessen Bilder möchte ich mir nicht angucken. Und der andere sagt, ja, der hat ein Kind von der Brücke geschubst, aber das Bild ist einfach so gut, ist mir egal. Im Endeffekt gibt es ein Bild und man kann dann drüber streiten, darf man das gut finden, darf man es nicht gut finden. Die Rezeption von heroisch gefilmten Sportlern in Schwarz-Weiß, die ist ja nur geschmacklos, wenn du den Kontext dazu
kennen, dass man sagt, aha, das ist der Olympiafilm, die Olympiade 36, es gab vorher den Reichsparteitag-Film. So, also wenn das alles weiß, dann sind die Bilder plötzlich kontaminiert. Let me hear you speaking just for me. Die haben ja auch quasi jahrelang mit diesem für mich völlig unverständlichen Vorwurf von rechten Tendenzen zu tun gehabt, und man hat gesagt, ah, das ist so teutonisch, die sind wahrscheinlich Nazis. Natürlich hatten wir ja immer Fragen gehabt, irgendwie zu Rechtsradikalismus und so weiter und so weiter, und konnten das alles gut erklären. Auf einmal gab es keine Erklärung mehr. Ja, außer, dass wir gesagt haben, ey, das ist wirklich ein ästhetisches Statement und kein politisches Statement. Es hat auch in die Diskussion aus dieser Zeit gepasst. Es war nämlich auch so eine Zeit, in der man in Deutschland viel diskutiert hat, wer sind wir eigentlich und wie lange müssen wir uns eigentlich noch mit der Thematik auseinandersetzen? In der Popcollage ironisiert sich ja sowieso alles und fügt sich neu zusammen. Und da habe ich immer gedacht, man muss, es muss erlaubt sein, irgendwie die schrägsten Experimente zu wagen. Das ist ja das Paradoxe an der Sache, dass wenn man die Spartakiade oder das Deutsche Turn- und Sportfest, wie das hieß in der DDR, wenn man die Bilder neben die von Riefenstahl setzt, also da gibt es kaum Unterschiede. Dieses Gleiche, diese Heere von Menschen, die uniform dieselben Bewegungen machen und Hammerzirkel, Ehrenkranz bilden und halt Wellen da veranstalten und halt mit den Keulen verschiedene Figuren dann basteln und bauen und dann den Arbeiter- und Bauernstaat präsentieren. Es war kein großer Unterschied. Das Riefenstahl-Zeug ist einfach so monolithisch in seinen verrückten Schnittideen. Da ist halt unheimlich viel quasi Filmästhetik drin, die eigentlich total viel mit Musikvideo zu tun gehabt hat. Also dass du sagst, du machst die Heroisierung des Sängers, die nicht-lineare Schnitttechnik, wo du sagst, du gehst auf Rhythmus und Collage und vorwärts, rückwärts. Man geht so frei und so bauhausartig mit dem Material um. Das hat sie ja alles gemacht und erfunden und auf die Spitze getrieben. Das war der ultimative Aufschrei im Feuilleton. Alle sind durchgedreht. Es waren Kommentare, es waren Artikel. Dann meldeten sich Musiker aus dem Ausland, ich will jetzt keine Namen sagen, die sich dann tierisch drüber aufregten und uns erschießen wollten. Inklusive Tim Renner, unseren Plattenboss. Und ja, das war eine blöde Situation. Wie gesagt, weil wir uns tierisch gefreut haben und dachten, was für ein geiles Video. Und das lief eine Woche auf MTV und dann ging der Ärger los. Aber ich finde es ein tolles Video. Ob man das nochmal machen würde, das sei dahingestellt. Ich kann nur eins sagen, immer wieder, dass ich im Grunde genommen schade finde, dass man heutzutage wahrscheinlich so ein Video nicht mehr machen würde. Und ich finde es nach wie vor schön, ich habe es mir heute nochmal angeguckt, ich finde es ein wunderschönes Video. Und irgendwie das Paradoxe bei dem Video ist ja auch so, dass es auf einmal auch irgendwie, da kommen so Welten zusammen, ja, dass diese Popwelt von Depeche Mode, diese Rammstein-Welt, diese düstere und dann dieser Olympia-Film von Riefenstahl. Und was, das ist eine gute Synergie. Der Grusel gehört ja zum Rammstein-Gefühl dazu. So diese sexuelle Grenzüberschreitungen, Blut, Feuer, Pisse, S&M, Drogen, etc. etc. So diese sechs Männer da auf der Bühne, das ist immer extrem düster und hat ein gewisses dunkle, drohenden Grusel, der dazugehört. Und ich denke mir, könnte ich nur sagen, dass das trippt irgendwie auch, das passt schon da rein. Let me hear you make decisions without your television. Von Depeche Mode selbst kam da auch eine sehr positive Resonanz. Also sie haben noch nie irgendwie vorher eine Coversversion in dieser Art einer ihrer Songs gehört, die so hart war, aber trotzdem noch greifbar und tanzbar. Und da waren sie schon ein bisschen beeindruckt. Ich habe mal gehört, dass David Gann ziemlich überwältigt war von dem Strip-Video, weil es so ein bisschen aus der Art fiel, was er sonst so gewohnt war von Depeche Mode-Cover-Version. Aber ich weiß jetzt auch nicht genau, ob das
ob da was dran ist. Let me see you.